Ich war bei meiner Frauenärztin und sie hat einen Ultraschall gemacht und es war ganz spannend, denn da ist etwas passiert, womit ich nie gerechnet hätte. Hi zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Schwangerschaftsupdate von mir. Ich bin heute nicht alleine. Bruno! Ach! Yay! Ja, und bleib. Ja, ich weiß nicht, ob ihr ihn sehen könnt da unten in der Ecke, aber er ist heute das allererste mit dem Schlafzimmer, unser kleiner Malteser-Welpe. Und wir bringen ihn gerade bei, wenn wir hier oben sind, dann soll er auch nur auf seinem Platz liegen bleiben und hier nicht rumlaufen. Genau, das üben wir jetzt gerade noch. Aber ich musste ihn jetzt mitnehmen, weil Alex ist oben im Babyzimmer und bald baut weiter die Möbel auf. Ich bin jetzt aktuell in der 19. Schwangerschaftswoche. Ich bin heute reingerutscht und ich dachte mir, es wird mal wieder Zeit für ein Schwangerschaftsupdate. Ich bekomme ganz viele Nachrichten von euch, dass das irgendwie auf meinem Kanal fehlt, weil ich das damals wirklich regelmäßig gemacht habe. Ich glaube, alle 2 Wochen oder sogar wöchentlich. Und aktuell ist es einfach so, dass ich mich so unschwanger fühle und daran gar nicht denke. Hier bleibt. Natürlich jetzt ein bisschen schwierig für mich, weil ich Bruno nicht beobachten kann, wenn ich mit euch spreche. Wahrscheinlich war ich gerade voll am Quatschen und der läuft weg. Hier, du bleibst auf deinem Handtuch. Brav. Wenn ihr mehr zu Bruno sehen wollt, der hat auch einen Instagram-Account. Ich habe das ja ein bisschen getrennt, Familie und Hund. Aber wenn euch das interessiert, der kleine süße weiße Wollknoll, schaut gerne bei ihm vorbei. Sehr viele wünschen sich einfach mehr Schwangerschaftsupdates. Ihr könnt auch gerne mal oben auf dem i abstimmen, ob ihr das auch vermisst, ob ich dazu mehr machen soll. Aktuell fühle ich mich, wie gesagt, überhaupt nicht schwanger. Der Bauch wächst nur langsam. Yay. Nicht nur Kindererziehung, sondern Welpenerziehung findet hier auch gerade statt. Er macht das ganz toll, aber er ist jetzt eigentlich so in seinem Spielmodus. Ich war bei meiner Frauenärztin und sie hat einen Ultraschall gemacht und es war ganz spannend, denn da ist etwas passiert, womit ich nie gerechnet hätte. Aber erstmal erzähle ich euch, wie es mir so geht. Mein Babybauch zeige ich euch auch am Ende des Videos. Bis zur 15. Schwangerschaftswoche hatte ich halt komplett Übelkeit. Ich glaube, viele haben es von euch mitverfolgt und auch in meinen Videos hat man gesehen, dass es mir nicht ganz so gut ging. Und danach waren die Beschwerden eigentlich komplett weg. Ich hatte noch eine Nierenbeckenentzündung in der Schwangerschaft. Deswegen hatte ich starke Rückenschmerzen. Ich dachte erst, es wären Wehen gewesen, aber alles fein. Ansonsten habe ich die ersten Übungswehen. Das kam so jetzt mit der 18. Schwangerschaftswoche. Ich finde, mit jeder Schwangerschaft passiert das immer früher mit diesen Übungswehen. Ansonsten bin ich gesund, das Baby ist super happy, kein Eisenmangel. Ich habe jetzt in der 18. Woche 1,5 Kilo zugenommen, also ist nicht der Rede wert. Mein Entbindungstermin hat sich verschoben und zwar auf den 1. Oktober anstatt den 26. September. Das Krümelchen war immer kleiner und ich habe es auch, glaube ich, schon in einem Vlog erzählt. Das ist jetzt genau der Tag, wo wir auch Geschlechtsverkehr hatten, rechnerisch. Das könnte dann halt auch super hinhauen. Ansonsten macht meine Frauenärztin immer noch einen Abstrich, um zu schauen, ob man eine Entzündung hat oder ähnliches. Ist für alles gut. Wie gesagt, ich fühle mich super blendend. Ich konnte ab der 15. Schwangerschaftswoche wieder Bäume ausreißen, mit zu Hause anpacken. Ich konnte mehr filmen. Und ansonsten geht es mir gut. Ich habe zwischendurch mal ein bisschen Sodbrennen, dass ich immer aufstoßen muss. Das ist ganz unangenehm. Aber es ist jetzt noch nicht so ein Sodbrennen, dass ich sage, ich muss irgendwie Tabletten nehmen. Es gibt ja diese Renin-Tabletten, die man kauen kann. Ich fühle mich eigentlich beschwerdefrei und da freue ich mich sehr drüber. Ich bin gespannt, wann die Wehwehchen anfangen. Was ich immer noch habe, ist, dass ich sehr, sehr, sehr viel friere. Das habe ich ja schon am Anfang der Schwangerschaft gehabt. Das kannte ich so vorher nie. Und dass ich extrem Heißhunger habe auf heißes, nicht heißes, sondern scharfes Essen. Ich tue überall, wo es nur geht, Tabasco rein oder, wie heißt es, Sambal Oleg. Lasst euch nicht stören, ich habe dem Bruno was zum Spielen gegeben, damit er mir nicht ständig von der Decke läuft. Das sind so die aktuellen 2 Unterschiede von den vorigen Schwangerschaften. Und ihr fragt mich immer wieder, was ich denn denke, was es wird. Und jetzt war ich bei meiner Frauenärztin und die weiß ja, dass ich das nicht wissen will, das Geschlecht. Dann hat sie einen Ultraschall gemacht und ich habe ihr auch nochmal gesagt, ich möchte das Geschlecht nicht wissen. Das wissen sie ja, ne? Ja, ja, aber sagen Sie mir es bitte trotzdem immer noch mal am Anfang. Also sie guckt und alles, man hat auch nichts gesehen. Sie hat das nur ausgemessen schnell und das eingetragen. Und dann hat sie gesagt, okay, dann suchen wir mal jetzt noch ein schönes Foto. Und dann hat sie versucht, das Kind irgendwie so zu schallen, dass sie es schön drauf kriegt. Aber dabei kam halt das raus. Ich blende euch das mal in groß ein. Ich habe halt den Kopf bekommen mit dem Gesicht. Aber kein Körper.
Jetzt frage ich mich, hat sie das bewusst gemacht, weil man hätte etwas sehen können im Ultraschall? Oder hat sie es einfach nur gemacht, weil das so süß war? Man sieht halt auch wirklich so die Stupsnase und das Profil und so vom Gesicht. Mega niedliches Foto. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich habe sie auch gar nicht gefragt. Wir wollen es immer noch nicht wissen, das Geschlecht. Wissen wir auch nicht. Wir lassen uns überraschen. Ich habe jetzt bald Halbzeit und es ist uns wirklich immer noch egal. Ich glaube, wir schaffen das durchzuziehen. Und dann habe ich dieses Foto auf Instagram geteilt und da kamen ganz viele Nachrichten. Oh mein Gott, ihr bekommt einen Jungen. Deswegen hat eure Frauenärztin euch nur dieses Foto gegeben. Da war ich in der 18. Woche und da hätte man ja locker schon was sehen können, ne? Ein Geschlechtsorgan. Dieses Bild habe ich in der 15. Schwangerschaftswoche bekommen. Da sieht man das Baby noch komplett, wie es da liegt. Meine Plazenta liegt übrigens hinten rechts. Deswegen habe ich auch schon das Baby gespürt. Es ist immer noch so ein leichtes Flattern. Hat angefangen schon ab der 16. Schwangerschaftswoche, sehr, sehr früh. Aber hatte ich bei Frieda auch so früh und da war die Plazenta auch hinten. Und ich weiß, damals bei Leona hatte ich eine Vorderwandplazenta und da war ich bis erst in der 20. Woche oder so gespürt. Ist aber ganz niedlich, gerade so abends, wenn man zur Ruhe kommt und vielleicht mit dem Kind im Bett liegt, merkt man dann da was im Bauch, wie es flattert. Ich finde, das fühlt sich immer an wie so ein Schmetterlingsflattern, als ob man von innen so gestreichelt wird und ab und zu sind es jetzt auch schon so leichte Stupser. Ihr könnt ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Ultraschallbild denkt, ob sie das extra gemacht hat, weil man hätte etwas sehen können. Ich glaube, das würde dann eher auf den Jungen zutreffen, wenn man da so einen kleinen Pillemann sieht. Oder ob das einfach nur so war, weil es eine schöne Aufnahme war. Ich habe nur dieses Foto bekommen, kein anderes. Dann war ich noch im Geburtshaus eine Woche nach dem Frauenarzttermin. Und habe da den Vertrag fürs Geburtshaus unterschrieben. Da ist es jetzt aktuell auch so, dadurch, dass Corona ist, dass man nur noch dahin fahren darf, wenn man Vorsorgeuntersuchungen macht. Ich durfte von dem Baby den Herzschlag hören, das ist immer wieder schön. Ja, ansonsten, meine Hebamme ist jünger als ich tatsächlich, aber ich finde sie mega sympathisch und freue mich auf die Geburt. Sie meint ja, ich gehe da so locker durch bei dem vierten Kind. Schauen wir mal, ich hoffe wirklich, dass sie recht behält, dass alles gut geht. Sie weiß, was ich brauche unter der Geburt und wo ich Unterstützung brauche. Das ist ganz klar einfach, dass die Schmerzen irgendwie nicht so schlimm werden. Dass sie mich da einfach gut begleitet und unterstützt. Weil im Krankenhaus war das eher so, dass man ja damit alleine gelassen wird, außer der Partner ist halt dabei. Ist kein Vorwurf an die Hebammen im Krankenhaus, aber es ist nun mal so, denn wenn mehrere Geburten sind, ist man halt auch öfters mal mehrere Stunden alleine im Kreissaal und muss veratmen. Genau, ansonsten habe ich jetzt in 2 Wochen, in der 20. Woche, meinen großen Feinultraschall. Da kriege ich auch nochmal 3D-Videos und so. Dann gebe ich euch nochmal ein neues Update. Das sind dann diese wunderschönen Bilder, die dabei rauskommen. Bin gespannt, ich freue mich aktuell. Eine sehr schöne Schwangerschaft, unkompliziert. Achso, bin ein bisschen müde manchmal so zwischendurch, dass es mich so umhaut wegen der Müdigkeit, aber ich habe keinen Eisenmangel. Das habe ich schon abklären lassen. Ich trinke auch dieses Eisen. Wie heißt das nochmal? Ich blende euch den Namen hier ein. Das ist so ein roter Saft, der ist mega eklig. Ich halte immer meine Nase zu, dann geht's. Einfach um den Eisen dem Körper zurückzugeben. Weil mit einer Eisenanämie dürfte man nicht im Geburtshaus entbinden. Und dann steht auch bald mein großer Zuckertest an. Wir machen direkt den großen Zuckertest, weil ich den bei der dritten Schwangerschaft mit Frieda auch gemacht habe, weil er am Anfang etwas auffälliger war, der Kleine. Dann haben wir gesagt, machen wir direkt den großen. Dann zeige ich euch mal noch mein Babybäuchchen, ne? Ich habe mich extra hübsch gemacht, weil ich dachte, dieses Kleidchen hier kann ich bald nicht mehr anziehen. Schon gar nicht im Sommer, wenn der Bauch so groß ist. Deswegen habe ich das jetzt nochmal angezogen. Und ich glaube, ihr könnt es sehen. Ich finde, von vorne sieht es wirklich noch unschwanger aus. Also er wächst, wie gesagt, ganz, ganz langsam. Ich hatte ja auch eine Bauchdeckenstraffung und die Bauchmuskulatur wird ja auch zusammengenäht, weil ich hatte eine Rektusdiastase. Deswegen dauert das einfach alles wieder ein bisschen. Das ist wie, als ob ich mein erstes Kind bekomme, so wie der Bauch halt jetzt geschaffen ist. Die Narbe sieht alles super aus. Keinerlei Probleme wird das machen. Ja, ich hatte auch noch mit ein paar Zuschauern geschrieben, die auch eine Bauchdeckenstraffung hatten und dann teilweise nach 3 Monaten wieder geschwanger geworden sind oder nach einem halben Jahr. Auf deinem Bett. Und die hatten mir so als Erfahrung mitgegeben, dass der Bauch danach wieder total schnell straff war und flach geblieben ist und dass da Dehnungsstreifen dazugekommen sind. Aber
es trotzdem immer noch besser aussah wie vor der Geburt. Also habe ich ein bisschen Hoffnung. Ich creme mich ganz viel ein, weil meine Haut auch juckt. Ist auch eine kleine Beschwerde, aber wie gesagt, aktuell vergesse ich das oft, dass ich schwanger bin und auch Alex, weil normalerweise hat man ja schon ein leichtes Bäuchchen. Und Alex hat das jetzt das erste Mal so richtig realisiert, als er das Babyzimmer aufgebaut hat. Sobald man auch von außen das Baby spüren kann, ist der Partner eh nochmal so ein bisschen mehr mit einbezogen. Alex sagt doch immer, ich vergesse das auch oft, dass du schwanger bist, gerade wenn es darum geht, mal die Pauline nach oben zu tragen oder so. Oder schwere Dinge anzupacken, wie mache ich es trotzdem zwischendurch, aber ja, manchmal vergisst er es, das ist aber auch überhaupt nicht schlimm. Der Bauch wird kommen, so oder so, umso schöner ist es jetzt noch, dass man mobil ist, weil man den Bauch noch nicht hat. Ich schlafe nur noch mit meinem Stillkissen, ich trage auch schon Umstandsmode. Einfach, das hatte ich mit jeder Schwangerschaft. Ab dem Augenblick, wo ich weiß, dass ich schwanger bin, war es bei mir immer so, dass ich nichts Enges mehr im Bauch haben konnte. Deswegen trage ich auch voll gerne Strumpfhosen und Leggings und Sporthosen, so alles, was elastisch ist. Ich würde mich auch mega freuen, wenn ihr mir mal auf Instagram per Direktnachricht einfach mal ein paar Fotos von eurem Babybauch schickt aus der 19. Woche. Würde mich mega interessieren. Bruno spielt hier mit so einer Pappschachtel. Ja, das zum Thema Schwangerschaftsupdate. Ich glaube, ich habe euch wirklich jetzt alle wichtigen Sachen gesagt. Ich melde mich mit einem Schwangerschaftsupdate dann wieder nach dem großen Ultraschall und sage euch, ob es da irgendwelche Auffälligkeiten gab. Und ansonsten bekommt ihr alles immer zwischendurch in den Vlogs mit, deswegen schaltet immer zwischendurch ein. Ihr wisst, Dienstag, Donnerstag und Samstag laden wir immer Videos hoch. Und ich werde jetzt hochgehen, das Babyzimmer mit aufbauen, helfen oder schon mal einräumen. Mal schauen, wie weit Alex ist. Und dann würde ich sagen, bis schon bald. Tschüss!